Leute, wir grüßen von der Hildesheimer Hütte auf 2800 Meter, denn dieses Wochenende steht wieder unser alljährliches Hochtourenwochenende an. Und ja, auf die Hildesheimer Hütte kommt man primär auf zwei Wegen. Einmal von Sölden aus, das sind dann ca. 5 Stunden und 1500 Höhenmeter. Oder man kann den Weg auch ein bisschen verkürzen, indem man mit dem Wanderbus bis zum Gasthof Fiegel vorfährt, dann sind es nur noch so 3 Stunden. Wir haben aber heute den leichten Aufstieg genommen und zwar kann man auch von Neustift mit den Stubaier Gletscherbahnen, mit der Eisgratbahn und der Schaufeljochbahn eben auf 2900 Meter hochfahren, aufs Schaufeljoch und steigt dann quasi ab bis zur Hildesheimer Hütte eben auf 2800 Meter. Und dadurch, dass wir das heute so gemacht haben, haben wir aber noch die Schaufelspitze mitgenommen und das seht ihr jetzt im nachfolgenden Video. Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Tell me what's wrong. Servus, die Mountaineers grüßen heute von der Stubaier Gletscherbahn. Wir sind jetzt gerade vom Parkplatz mit den ganzen Dummeln hier hochgefahren. Hinter der Seilbahn ist die Aussichtsplattform Top of Tirol. Und wir gehen jetzt noch hier auf die Schaufelspitze hoch, bevor wir zur Hildesheimer Hütte queren, wo wir dann das Wochenende jetzt nächtigen. Und dann sage ich auf jeden Fall schon mal viel Spaß bei den kommenden Touren. Wir haben an dem Wochenende auf jeden Fall einiges für euch im Gepäck. Heute im Schaufelspitz ist es auch gar nicht so weit. Das sind nur ungefähr 100 Höhenmeter, ein bisschen mehr. Ja, ich denke, arg viel mehr wie eine halbe Stunde wird es wahrscheinlich gar nicht dauern. Ist aber ein ganz netter Abstecher, jetzt so zum Start. So, da sieht man jetzt die Plattform, Top of Tirol. Da drüben unser morgiges Tagesziel, die Stubaier Wildspitze. Und hier nochmal einen schönen Blick, von wo wir da unten herkommen. Und da geht's weiter. So, ganz da hinten sieht man dann das Ziel für Sonntag. Das ist nämlich das Zuckerhütl, der höchste Berg der Stubaier Alpen. Und einer der Seven Summits. Und einer der Seven Summits. 'Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Ah, ist doch kein kleines Kreuz. Und schon sind wir da.
die Schaufelspitze auf 3300 Meter. Unser erster Gipfel für das diesjährige Hochtourenwochenende. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Gleich haben wir wieder die Bergstation erreicht und werden dann noch auf das Top of Tirol hinaufsteigen, was man ja von hier aus schon sehr schön sehen kann. Hier sieht man jetzt nochmal die Kapelle, die eben wirklich nur ein paar Gehminuten von der Bergstation entfernt ist, aber auf der anderen Seite eben wie das Top of Tirol. Jetzt wollten wir eigentlich noch auf das Top of Tirol. Es geht jetzt leider nicht, weil die letzte Talfahrt ist und die dann auch das Tor schließen. Das heißt, da muss man dann eben, müssen wir morgen drauf oder übermorgen. Das ist jetzt nicht so dramatisch, aber ja, hätten wir das gewusst, hätten wir es natürlich zuerst machen können. Aber wir dachten halt, der Vorteil ist, jetzt sind nicht mehr so viele Leute oben. Wir starten jetzt gerade unsere Tour von der Bergstation zur Hildesheimer Hütte über den Gaiskarferner. In 45 Minuten laut Wegschildern. Und der Weg ist eben mit diesen Markierungsstangen abgesteckt, dass man sich kaum verlaufen kann. Und da drüben ist der Gletscher mit so Planen abgedeckt. Damit wollen sie eben vermeiden, dass der Gletscher noch schneller schmilzt. Ja, runter zu's in dem sulzigen Schnee. Läuft sich echt ganz gut. So, jetzt geht es über Blockwerk da hoch und dann sehen wir vielleicht von oben ja schon die Hildesheimer Hütte. Schauen wir mal.
ein Traumbergwetter, schaut euch das an. Und da kommen wir her vom Geistkaferner. Baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Da unten liegt die Hildesheimer Hütte und links daneben der See. Und hier rechts ist auch noch ein kleines Gipfelkreuz. Das ist der Falkengrat. Das ist ein kurzer Klettersteig, der direkt bei der Hütte mehr oder weniger startet. Das sind so 20 bis 30 Minuten, also im Klettersteig. Und halt eine kurze CD-Stelle. Den wollen wir auf jeden Fall auch die Tage machen. Das letzte Stück zur Hütte wird auf jeden Fall noch mal interessanter. Ganz viele Eisentrittbügel und Drahtseile, weil es recht steil hier im Fels runtergeht. So, jetzt haben wir die Hildesheimer Hütte auf 2800 Metern erreicht.